Wir haben den Lego Technik Artikel Nummer 42100 Liebherr-Bagger R9800. Das coole Modell kann über die Lego Technik Control App gesteuert werden und begeistert mit vielen tollen Funktionen. Ganz einfach kann man das Fahrzeug vor- und zurückfahren lassen, lenken, rotieren und den ausfahrbaren Ausleger anheben. Wir sind diesmal auf mytoys.de. Ist es ausverkauft? Es ist vorrätig. Lieferzeit 2 bis 4 Werktage. Okay. Wie groß ist es? Wie viele Teile? Teile 4108. Mit einem Fingertippen kann man sogar die Schaufel öffnen und gekippt werden. Zudem punktet die Bieter-Nachbildung mit den tollen Geräuscheffekten sowie den vielen authentischen Details. Dazu gehören das klassische Farbmuster, die hydraulische Schläuche und Pumpen, Kühlungsöffnungen, das Feuerlöschsystem sowie die Feuerkabine mit Sitz, Steuerknüppel und Bedienfeld. Ganz kurz, was für ein Feuerlöschsystem? Ja, das steht drin mit Feuerlöschsystem. Bluetooth gesteuerte Smart Hubs. Smart Hub verfügt über Bluetooth Low Energy. Das ist schon krass. Verbindung. Alter Vater, ey. Bei 4000 Teilen dachte ich auch so crazy ist es nicht. Aber das war jetzt ein krasses Line-Up von Features. Und es hat 77, 5 von 5 Sterne Bewertung. Und die Gesamtbewertung ist 5,0 von 5,0. Das ist krass. Huge. Ich müsste jetzt hier eine Review von Held der Steine sehen, sonst kann ich das jetzt ein wenig sagen. Ja. Alle haben damit eine Antwort gegeben. Rezo sagt 339 Euro, Gnu 400, Uni 469,99 und Kevin 849 Euro. Das ist alles ganz schön teuer. Ich habe noch nie gesehen, dass sich so jemand aus einem Glas trinkt. Man kann ihn gerade kaufen für 325,99, aber das ist krass runtergesetzt. Ja, ist das, zählt das nicht? Nein, der Preis, den wir natürlich suchen, ist die unverbindliche Preisempfehlung. Und die ist 499,99. Und damit hat Toni noch einen Punkt. Kommen wir zu Produkt Nummer 14. Das ist ein Premium-Ding. Das ist nämlich die Wärmebildkamera MSA Evolution 6000 Basic. Wasserdicht, stoßfest, enorm robust und Feuerwehr geeignet. Perfekt geeignet für Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzkräfte zum Suchen von Personen, zur Kontrolle von Unruhen und zum Auffinden von Brandherden. Der genaue Name des Produktes ist MSA Evolution 6000 Basic TICM Taschenlampe und Laserpointer. Ein Laserpointer ist auch drin. Ja, dann ist teuer. Der, cool. Auf der Seite gasmesstechnik.de von ACE Instruments. Das sieht teuer. Gibt es Bewertungen? Nein. Also gibt es keine oder gibt es das Feature einfach nicht? Es gibt das Feature der Bewertung, gibt es einfach gar nicht. Hat ein 2- und 4-fache Zoom noch, hat Laserpointer mit dabei, Anzeige in Metern, eine Pulsvariante. Das ist echt schwierig. Hat sich schon mal jemand von euch eine Wärmebildkamera gekauft? Also, meine Eltern haben sowas. Es gibt ja auch noch. Ich weiß nicht, wofür die das usen, aber die haben das halt. Das klingt ein bisschen weird. Ich habe halt gar keinen Ankerpunkt. Ich weiß nicht, ich habe noch nie was in der Hand gehabt, was Wärmebild konnte. Ich glaube halt, dass es teuer ist, weil die Seite hört sich super professionell an. Und dann hat es auch ein 2-mal und ein 4-fach-Zoom. Also es ist jetzt nicht so ein Spielzeug, was es irgendwie so gefühlt in jeder zweiten Mickey-Maus-Ausgabe gibt, so als Kinderspielzeug. Sondern das ist so serious shit. Ich kann auch sagen, wenn man hier es gibt ein Bild mit dem Bild von der Funktion, es ist serious shit, definitiv. Mit unterschiedlichen Gradanzeigen, was wie heiß ist und so. So, es ist halt wirklich für Rettungskräfte. Gut, damit haben alle. Rezo 189 Euro. Ich bin viel zu niedrig. Junge, was? Rezo, WTF? Ich dachte so, der Feuchtigkeitsmesser, der hat 30 Euro gekostet. Ich dachte so, Wärmebildkamera ist vielleicht 50 Euro. Ja, okay, ist halt ein Profi-Ding. Nur sagt 1,5. Toni 3001 und Kevin sagt 11.187 Euro. Und der Punkt geht natürlich an Kevin für 9.329,90 Euro. Was? Die Frage ist, warum haben das deine Eltern, ohne einen richtigen Grund zu haben, das zu benutzen? Toni, für den Flex einfach. Ja, okay. Was? Wenn Leute zu Besuch sind, und du kannst sagen, was? Ey, zieh euch mal eine neue Wärmebildkamera rein. Kommen wir mal wieder zu einem Amazon-Produkt, und zwar der Medieval Soldier Armor. Diese mittelalterliche Ritterrüstung eignet sich bestens als einzelnes Ornament und ist das perfekte Geschenk für mittelalterliche Sammler. Höhe 193 cm, Gewicht 42 Kilo. Ist es aus Gold? Aus welchem Material ist es? Es ist aus. Safe nicht aus Gold. Oder vergoldet, meine ich halt so. Ja, Iron. Ein oder so, ne? Ah, okay. 42 Kilogramm ist schon schwer. Ist es jetzt gedacht als Deko-Objekt oder ist es so zum Tragen auch? Nein, naja, als Deko-Objekt, das kannst du nicht anziehen. 22. bis 3. Mai ist Delivery. Wir haben keine Customer-Reviews. Es tut mir sehr leid, deswegen kann ich euch nur geben, dass hier steht Perfect Gift for Christmas. Chat, ich habe jetzt 800 Euro. Aus dem Grund, dass halt da Leute auch noch sagen, es ist ein Weihnachtsgeschenk. Da ist 800 Euro schon so ein Top-Ding eigentlich, ne? Das sind eure Antworten. Reese sagt 3.999, Gnu 8.000, Tone 799,99, Kevin 8.000.
8.450 Euro. Und natürlich ist das ein Premium-Stück, von dem wir hier reden. Für 8.000 Euro. Oh, oh nein! Punkt. Was für ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Perfektes Geschenk. Wir schenken jemanden für 8.700 Euro. Das nächste ist auch krass. Und zwar 10-mal Hochwasser-Sandsackbeutel. Immer griffbereit. Die Sandsäcke sind ideal zum schnellen Befüllen mit Sand als Schutz vor Hochwasser und als Dammschutz. Classic. Es ist lieferbar zwischen dem 8. und 10., also relativ zeitnah, aber für 3,90 Euro Versandkosten. 3,90 Euro die Versandkosten? Genau. Wie viel Liter fährst du einer? Das wird nicht in Liter gemessen, sondern tatsächlich in Kubik. Also es ist 40 mal 60 Zentimeter. Mal? 40 mal 60, das ist jetzt eine Fläche. Ja, ich weiß, aber der steht hier leider. Ach so, hä? Ich gehe davon aus, dass hier die Fläche angegeben ist, wenn es einfach so kauft. Wenn es so ist. Ja, wenn es noch nicht so auf ist. Ja. Es gibt 271 Reviews aktuell. 4,4 von 5 haben wir an dieser Stelle. Natürlich ist, lese ich euch wieder eine vor. Ich wollte darin Kartoffeln und Möhren vor Licht schützen. Einmal gewaschen bei 20 Grad, dran gerochen, Diesel. Nicht geeignet, weggeworfen. Schade. Aber wir reden hier von Amazon oder wo sind wir? Ja, wir sind bei Amazon. Aber du weißt noch nicht aus was, ob das jetzt aus irgendeinem... Könnte auch einfach nur Plastiktüten sein. Auf einem der Bilder steht noch Material. Polypropylen. Ja dann, wenn das Polypropylen ist. Also alle haben was getippt. Louis sagt 9,99. Bin ich wieder so off? Oh mein Gott. Toni sagt 39,99. Kevin 19,99 und Rezo ganz ehrlich nicht aufregen, du hast den Punkt. Oh. Ja, natürlich easy. Was? Easy. Wusste ich doch, easy. So günstig. 69 Cent das Stück. Kommen wir zum Gewerbe-Conveyor-Toaster. Dieser Brandtoaster ist ideal für praktisch jede Großküche. Schnell, effizient und einfach zu bedienen. 10 Scheiben pro Stunde schafft er. Ja? 180, Entschuldigung. Ach ja, Entschuldigung, 180 sogar. Entschuldigung, 180 Scheiben pro Minute Stunde. 3, ne? Also alle 20 Sekunden haut er eine Scheibe durch. Stark. Die gibt es doch auf dem Hotel, wo du dann immer ewig wartest, bis dein Toast durchfährt. Wir sind wieder bei Amazon. Ist auch lieferbar. 29. bis 10. Mai könnt ihr es euch kaufen. Es gibt keine Bewertung. Wie groß ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 418 ja, mal 368 mal 387 Millimeter. Schon groß. Es gibt 7 unterschiedliche Speeds für 7 unterschiedliche Bread Colors. Es gibt 3 different Roasting Modes. Ich habe schon eingeloggt. Vor allem, der muss ja auch durchgehend laufen. Jeden Tag. Das ist eigentlich ein Aufpreis, genau. Das muss halten. Damit haben wir alle Antworten. Rezo 349,79 Euro. Gnu 2,99 Euro. Toni 2,29 und Kevin 4,80. Boah, ich werde das sind 1.400 Euro oder so. Das sind 1.499 Euro. Oh, was? Fuck, Alter. Das ist doch nicht normal. Kommen wir zu Artikel 18 von 25. Dem Hundebett Darling. Das Hundebettchen ist im antiken Stil, ist ein echtes Designer-Prachtstück. Kunstlederpolster aus hochwertigem Lederimitat, ein Holzkorpus und samtige Textileinsätze sorgen dafür, dass der geliebte Vierbeiner majestätisch bequem und stilvoll liegt. Die Seite, auf der wir uns befinden, ist karree.de. Das hört sich an wie eine super reichen Seite. Es ist sofort lieferbar. Es hat Versandkosten in Höhe von 9,95 Euro, 73 cm breit. Das Ganze wiegt 11 Kilo. Ist aus Teilholz und MDF. Da weiß ich nicht, was es ist. Mehr habe ich leider nicht für euch. Ich meine, es ist halt ein Hundekörbchen, ne? Ja, aber du weißt nicht, wie reiche Leute für ihre Hunde ausgeben manchmal. Die Antworten. Rezo sagt, 1.999 kostet das Ganze. Gnu, 1.350. Toni, 420. Und Kevin sagt, 490. Holt sich Kevin den Punkt. Das kostet 5 Euro. Ohne Scheiß. Das hätte doch jetzt wieder 8.000 Euro sein können. Ja, du weißt es nicht. Ohne Scheiß, ey. Jetzt mal ein Spielzeug für die Großen. Der Klaas Lexikon 750 gebraucht. Noch großartiger als ein Vorgängermodell bietet der neue Lexion dem Fahrer Bewegungsfreiheit, Übersicht und eine exzellente Rundumsicht. Stets angenehme Klimatisierung, einen besonders niedrigen Geräuschpegel schaffen erstklassige Arbeitsbedingungen. Wir suchen den Nettopreis, Entschuldigung, nicht den Neupreis, den Nettogebrauchpreis, ja, weil es sich um ein Gewerbeangebot handelt, auf traktorpool.de. Wie alt ist der? Oder wie viele Kilometer hat der weg oder so? Moment. Das Baujahr ist 2016. Ah, es wird wohl in Betriebsstunden gerechnet. 851 Stunden ist ja schon gelaufen. Oh, das ist nicht so viel, oder? Also ich würde jetzt auch sagen, das ist nicht so viel, aber ich kann es halt nicht einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig ist für so ein Gerät. Nee, ich finde, es klingt nicht so viel. Der Händler ist trustworthy, der hat 3 von 3 Sterne und ist schon seit 10 Jahren auf traktorpool.de aktiv. Ach, gebraucht, ne? Ja, gebraucht. Ich kann jetzt nicht mehr switchen, ne? Nee. Stell dir vor, du hast so ein Ding im Rap-Movie stehen. Das wäre so ein wilder Flex. Wäre auf jeden Fall krasser als ein Benz. Safe. Ist auch teurer, safe.
Rezo sagt 1,499 Millionen. Gnu sagt 250.000. Ich wollte danach korrigieren auf irgendwie 800.000, aber geht nicht mehr. Toni sagt 160.000 und Kevin sagt 500.000, also eine halbe Million. Das ist natürlich ein Gebrauchgegenstand. Wir reden vom Gebrauchpreis und der ist 185.000. Oh, Bro, ich bin so ein Ding schon mal gefahren, das hatte 10 Meter Spannweite, das war 750. Ja, die Dinger, die sind so teuer teilweise, ne? So, ich weiß ja nicht, ob jemand von euch in der Regel bald Kinder plant, aber dafür braucht ihr natürlich das Tebra Frewa Geländeset. Geländerset AG2. Das Geländerset AG2 von Tebra Frewa ist ein Basisbauteil zum Bau eines Brustgerüstes oder Balkongeländers. Länge ist 1,5 Meter, Gewicht 9,1 Kilo. Es ist witterungsbeständig aus Aluminium und Edelstahl zusammen. Also das ist das, was man da auf dem Bild basically sieht. Du schraubst das unten, die beiden Dinger fest und dann hast du da das Geländer. Ja, ich glaube, du brauchst aber mehr als das. Also du brauchst, glaube ich, so 6-7 davon, um einen kompletten Balkon zu bauen. Er hat ein Basiselement, das ihr gerade seht, für die Bodenmontage. Es ist beliebig erweiterbar in beide Richtungen. Und den kann ich euch nicht sagen, aber es gibt Mengenvorteil. Der ist schon nicht schlecht für 5 oder 10 Stück, wenn man davon kauft. Damit haben wir alle Antworten. Luise sagt 112 Euro, Gnu 75, Toni 39 und Kevin 149. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben fast eine Punktlandung. 99 Cent daneben. 199. Let's go! Oh mein Gott, ich dachte, es muss schon ein bisschen teurer sein, weil Bram meinte, dass wenn man da so 10 Stück kauft, dass man dann so Mengenrabatt bekommt mäßig. Und genau, dass es ordentlich ist. Und dann dachte ich so, okay, bei 10 Stück, da müssen schon so 100 Euro sein, 200 Euro, die man spart oder so. Weil sonst hättest du nicht gesagt, dass es ordentlich ist. Ich dachte auch, dass es deswegen auf jeden Fall über 100 sein muss, weil du ja den Anreiz brauchst. Also ich würde ja niemals 99 Euro machen, wenn ich dich anreizen möchte, dass du mehr nimmst. Du willst ja nicht, dass einer einen kauft. Selbst wenn du nur einen braucht, dann denkt er sich, ey, dann kaufe ich direkt mal nochmal 3 oder 4 oder 5, dann für irgendwann brauche ich es ja vielleicht. Keine Ahnung, das wäre so mein Papa-Gedanke dann so. Mein Papa-Gedanke? Das passt doch perfekt. Junge Reason. Ja, wenn ich die Kinder schützen will und ich ziehe mal um, will ich die doch schützen. Dann brauchst du für deine Kinder natürlich die Spinara Multirider Professional. Ja. Der Spinara Multirider Professional besteht aus einem hochlagigen Kunststoffgewebe, wodurch er besonders strapazierfähig ist. Mit dem geringen Wasserwiderstand gleitet er sicher und zuverlässig durchs Wasser. Boah, können wir alle zusammenlegen, uns das holen und dann im Sommer damit so rumfahren und so Ironman. Junge, das wäre so dope, holy shit. Wenn ihr es jetzt bestellt, könnt ihr es geliefert haben bis zum 28.04. Versandkosten sind 57,54 Euro. Versandgewicht sind 41,5 Kilo. Das steht hier für Verleihstationen von Booten, Surfveranstaltungen, Tauchzentren und Freizeitanlagen, besonders strapazierfähig, UV-strahlenbeständig. Lieferumfang ist einmal der Multirider, eine Tragetasche, eine Pumpe, ein Reparaturset, eine Zugleine und eine Bedienungsanleitung. Das Ganze ist 600 mal 132 mal 62 Zentimeter lang, also knapp 6 Meter. 6 Nutzer und maximale Belastbarkeit ist 450 Kilo. Auf welcher Plattform befinden wir uns? Wir befinden uns auf sportteame.de. Hier okay, gibt es Bewertungen? Es gibt keine Bewertungsfunktion und es sieht aus wie ein Gewerbeverkauf und nicht wie so ein Privatding. Ja, aber allein so ein aufblasbares Krokodil kostet ja schon voll viel. Außer man wird im Urlaub abgezockt, aber... Wird man sowieso immer. Ja, facts. Damit haben wir Reza 599, Lu 1,5, Toni 2000 und Kevin 1499. Nee, Digga. Ja, aber vielleicht gewinnst du auch wegen einem Euro weniger an Lu. Ja, Mann! Alter, crazy. Damn, Kevin hat einen Punkt mehr. 4 Artikel noch. Wir suchen das Etagenbett mit Stauraum. Dieses Etagenbett mit Schreibtisch und Stauraum ist mehr als nur ein Schlafplatz. Das Ensemble lädt zum stundenlangen Spielen mit den Freunden ein. Auf 2 Bänken und Polstern sitzen sich die Kleinen gegenüber. Auf dem Tisch dazwischen stellen sie Snacks und Getränke bereit. Wie geil. Wir befinden uns auf xxllutz.de. Das Ganze kostet in der Lieferung 39,95. Da, also die Produktmerkmale. Die Gesamtlänge sind 209 cm, Gesamtbreite 99 in die Höhe 170. Es gibt eine Leiter, ja, eine Rutsche, nein. Gesamtbreite inklusive Leiter ist 105,5. Die Fußhöhe ist ca. 26,5. Schreibtisch, ja. Farbe dunkelgrau. Ja. 2 Lattenroste sowie die geteilte Matratze sorgen für die untere Etage, sind bereits im Lieferumfang enthalten. Alter, der hat diesen Teppich da mit den Straßen, glaube ich. Aber ein bisschen cringe, dass das Bett keine Rutsche hat. Big Facts. Ich
habe was, glaube ich. Nicht im Lieferumfang enthalten ist die Matratze. Das ist vielleicht auch wichtig. Ey, ich habe so kein Verhältnis zu Möbeln. Ich habe mir so lange keine Möbel mehr gekauft. Möbel kann auch gefühlt von 10 Euro bis 40.000 Euro ja, alles sein. Ja, je nachdem, ja, was für Material, Farbe und Verarbeitung. Das weiß man alles nicht. Wir haben 5,99 bei Rezo, 4,50 bei Gnu, Tony 3,80 und Kevin sagt 3,79. Ganz ehrlich, Kevin, sprichst du dich eigentlich irgendwie ab mit den anderen, ob du immer 1 Euro weniger? Oh, ich bin 1 Euro weniger als Tony, gar nicht gesehen. Nee, das gefällt mir nicht. Nee. Nee, ich glaube, es ist tendenziell eher teurer als mein Preis. Also ich denke, wenn, dann hast du es, Tony. Ja, falsch gedacht. Let's go! Der Euro bringt wieder. Mann, wegen dem Euro! Alter. 3,99. Vor allem, wir haben beide so komische Zahlen. 380 ist jetzt nicht... Oh, scheiße, okay. Kommen wir zur Timberline-Gitarre T70H GPCE Harp Guitar. Bei der Timberline-Gitarre T70H GPCE Harp Guitar haben wir es mit einer sogenannten Hafengitarre zu tun, die definitiv zu den Exoten des Gitarrenbaus gehört. Wir befinden uns auf thomann.de. Aber das Ding ist, bei Gitarren ist das halt so, Gitarren können auch zwischen 100 und 10.000 Euro kosten. Und das ist genau da jetzt dasselbe. So, du hast gar keinen Anhaltspunkt. Gar aber nicht. Aber wieso kannst du so irgendwas dazu sagen? Weil das ist ja so ein, die hat ja irgendwie so mehr als 6 Seiten, oder? Die hat ja irgendwie so ein Ding an der Seite noch. Ja, was soll ich dir dazu jetzt sagen? Naja, wie hört sich das an? Wofür ist es? Ja, ich weiß nicht, ich habe so ein Tier nie in der Hand gehabt. Das sieht so aus wie so ein mittelalterliches Ding. So. Keine hast Ahnung, du was das ist. Hast du so Musik studiert oder sowas? Kein richtiger Musiker, Rezo. Wie der Cringe, Rezo. Peinlich, noch nie Mittelaltermusik gemacht. Wo ist Tubo, wenn man ihn braucht, Alter? Ja, wirklich. Wir haben 18 Bünde, kein Koffer dabei, aber ein Gigbag ist inklusive. Es gibt ein paar Produktvariationen, die auch deutlich unterschiedlich kosten. Ich würde sagen, aus meiner Line-Perspektive würde ich sagen, boah, eigentlich, da ändert sich ja nur die Farbe. Aber der Preis ändert sich so massiv, dass ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass das nicht nur die Farbe ist, die sich ändert. Ich kann mir ja vorstellen, dass das Material vielleicht ein anderes ist und sich das dadurch ganz anders anhört. Kevin, was ist das denn schon wieder mit dem Preis hier? Ach so. Rezo 1,90, Gnu 2,5, Tony 2,90 und Kevin 2,899. Und Kevin, ne, 1 Euro Unterschied scheint dein Ding zu sein, aber diesmal bekommt Tony den Preis. Oha! 3.000 kostet das. Ach Mann, Alter. Tja, Kevin, losing to 1 Euro. Ja, kommen wir zum vorletzten Artikel. Ghostway, aufblasbare Hüpfburg mit Rutsche. Diese aufblasbare Hüpfburg eignet sich hervorragend, um einen Hindernisparcours für ihre lebhaften Kinder zu schaffen, damit sie ihre Sportart im Freien mit eingebautem Basketballkorb, große Ballgrube und vieles mehr erkunden können. Ja, mein Gesicht drauf gefotoshoppt auf das Fotobild auf die Rutsche. Wir befinden uns auf costway.de. Wie sieht die Seite aus? Wie würdest du es beschreiben? Ist es mehr so für Privatpersonen oder mehr so für Firmen? Es ist für Privatpersonen, aber ich beschreibe euch einfach mal den Originalartikel war. Name, der ist Costway, aufblasbare Hüpfburg, Springburg, Hüpfschloss mit Rutsche, 30 Bälle, 300, 280, 210 Zentimeter. Das Gebläse ist im Lieferumfang nicht enthalten. Die Gewichtskapazität sind 135 Kilogramm, maximale Anzahl von Kindern 3, empfohlenes Alter 3 bis 10, Gewicht der Hüpfburg an sich sind 8,4 Kilo. Im Lieferumfang enthalten ist die Hüpfburg, ein Reparaturset, 4 Teile Bodenersatz und 30 Bälle. Ja, habt ihr schon alle? Bin ich wieder der Letzte? Ja. Ihr habt schon alle? Nee, keine Ahnung von Hüpfburg. Jetzt hat nur Kevin. Ja, hattest du Ahnung von Ritterrüstungen? Mehr, ja. Von mittelalterlichen Saiteninstrumenten? Ja, immer. Die Antworten: 1398 von Rezo, 1,3 von Gnu. Toni sagt 3,99,99 und Kevin sagt 2,49,99. Oh, Dicker, jetzt habe ich so wenig, aber ihr so viel. Kevin, ja, wenn ihr jetzt den Punkt holt, habt ihr gewonnen. Nur zur Information: Die Costway, aufblasbare Hüpfburg mit Rutsche, kostet 170 Euro. Oh! Oh! GG, Kevin. GG. Boom, Alter, let's go. Ach, natürlich strong. Und zwar ist das Roby 18V Akku Astscheren-Set. Ja, die Astschere für leichtes Abarbeiten in großen Höhen und in Bodennähe. Länge ca. 85 cm. Hochwertige Bypass-Klingen für Äste mit bis zu 32 mm Dicke. Ist es so ein Ding, weil das hat ja unten so ein Akku-Auflad-Ding. Schneidet das auch automatisch? Oder wie? Genau, du drückst unten nur den Knopf und oben die Schere schneidet automatisch den Ast dann durch. Okay, also du musst nicht viel Kraft aufwenden quasi dafür? Nee, du musst halt einfach nur den Ast halten, mehr oder weniger. Ja, das Ganze wird verkauft von Chibo. Wir haben 3 Kundenbewertungen. Leider steht es hier nicht genau, deswegen schätze ich einfach ab 4,5 von 5 Sternen. Der Liefertermin. Ich habe schon abgegeben. Ich auch.
Okay. Mein Chat sagt so absurde Sachen. Ja, Lieferzeit ist 8.4. Ist auch auf Lager. Farbe ist grün. Länge 85 cm. Inklusive Akku wiegt das Ganze 2,4 Kilo. Die Ladedauer sind ca. 75 Minuten. Ziemlich praktisch eigentlich. Aber ihr habt alle schon abgegeben. Drew sagt 69, Gnu 140, Tony sagt 249,99 und Kevin 69,99. Und den Punkt holt sich am Ende noch die Toni. Boah, was so teuer! Ach krass. Ich dachte jetzt von Chibo, weil Ryobi ist doch auch keine Marke. Ich dachte auch, das ist so eine richtige Billo-Scheiße. Hey, das hat Spaß gemacht. Ja, ich danke euch allen fürs Mitmachen. Und danke an Rampolm fürs Moderieren für uns. Ja, gerne. Ja, danke für die Einladung. Nein. Sehr viel Spaß. Ich wollte nichts sagen. Ja.